Level 4-5, die Höhlenhatz. Oh mein Gott, das wird spaßig. Oh ja, das wird sehr spaßig. Oh ja. Spaßig. Oh ja. Ihr merkt schon, ich freue mich richtig, nicht wahr? Naja. Okay, hier links war nichts, soweit ich weiß. Nee, okay. Also, die Höhlenhatz ist ein Lorenlevel? Nein, nein. Das Ganze bricht zusammen. Rettet euch aber zuerst nach hier oben, denn hier ist ein Puzzleteil, was dann runterfällt. Und es ist kein Lorenlevel, keine Angst. Wir landen hier unten und hier finden wir erstmal ein Bonuslevel. Ein Trampolinlevel. Also springen wir erstmal und sammeln alles ein hier. Hopp, da der Hopp. So. Und. Fuck, eine Banane, komm schon. Komm. Und da haben wir das Puzzleteil. So. Der eigentliche Spaß beginnt aber jetzt erst. So viel kann ich euch schon mal garantieren. Wir pusten mal die Lampen aus. Einfach aus Spaß. Auch hier oben. Und ihr seht's. Oh, komm. Oh, wir machen mal das Licht aus. Die Fledermäuse wollen schlafen. Oh, wie süß. Wir springen ins Fass und sie wachen auf, denn wir machen einen Höllenlärm mit unserer Rakete. Und jetzt müssen wir tatsächlich den Fledermäusen ausweichen. Ja. Das Ganze ist am Anfang jetzt noch recht leicht, aber wird alles noch eine Weile komplizierter. Oh, oh, oh. Ja, ihr hättet schon versuchen können, alles einzusammeln, aber es ist unwichtig. Wichtig ist hier das K. Keine Angst, die Fledermaus kann euch nicht erwischen. Insofern macht euch da mal keine Gedanken. Das Puzzleteil ist hier oben, das O ist hier unten und der erste Checkpoint folgt sogleich. So, dann geht's weiter. Bei diesen blauen Fledermäusen fliegt ihr am besten immer dahin, wo sie anfangen, denn sie fliegen immer in die entgegengesetzte Richtung. Also ihr seht, die unten sind, fliegen nach oben und die oben sind, fliegen nach unten. So, jetzt hat die Riesenfledermaus wieder ihren Auftritt. Und einmal hier runterfliegen, um das Puzzleteil zu holen. Und einmal hier hochfliegen, um das N zu holen. Und aufpassen, dass man nicht in die Decke kracht. Wenn ihr das N verfehlt, ist auch nicht besonders gut. So, da haben wir es doch. Und wieder taucht die Fledermaus hinter euch auf. Aber wieder ist das Ganze nur gescriptet, also keine Angst, keine Panik auf der Titanic. Das kriegt man schon hin. So, nächster Checkpoint. Und jetzt folgt ein sehr nerviger Part und ich hoffe, dass ich es in einem Mal schaffe. Die Fledermaus wird hinter euch auftauchen und ja, dann passiert das. Ich knall auf den Boden, weil ich blöd bin. Nochmal. Also, jetzt folgt ein sehr blöder Part. Okay, nein. Haltet euch erstmal oben. Das ist die beste Methode. Und dann fliegt rechtzeitig nach unten, sonst trifft sie euch mit eurem Schreien. Dieser Schreipart ist einer der schlimmsten Parts in diesem Level und wird mich wahrscheinlich eine Menge Zeit kosten. Hoffentlich nicht so viel Zeit. Fuck! Fuck, fuck, fuck! Mann! Es lohnt sich auch nicht, die ganze Zeit alles hier rauszuschneiden, weil das ja nur so ein kurzer Part ist. Bis es zu der Stelle geht, wo wir nicht, wo ich nicht weiterkomme. So, und nach unten. Oben. Unten. Oben. Unten. Oben. Und jetzt oben bleiben. Und das war's. Gott sei Dank. Puh. Haben wir alles? Ja, wir haben alles. Okay. Gott sei Dank. 14 Bananenstauden und somit haben wir Welt 4 so gut wie geschafft. Wir haben alle Level absolviert, alle normalen und können uns jetzt anschauen, wie wir das Kong-Level freigeschaltet haben. Sehr schön. Es geht also beim nächsten Mal in den Tempel, der einen sehr lustigen Namen hat. Die pieksenden Preziosen.
Oh ja.